Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Bericht von Herrn Preda, Bericht 2018 über Bosnien und Herzegowina. Der Weg in die Europäische Union ist für Bosnien-Herzegowina offen. Ich möchte klarstellen, dass auch wir Sozialdemokraten wollen, dass Bosnien-Herzegowina diesen Weg in die EU findet. Und gerade weil wir es wollen, und aus Sympathie zu den Menschen im Land will ich ein paar kritische Sätze anmerken. Wir wünschen uns, dass die notwendigen Reformprozesse im Land schneller und besser vorangehen. Nach wie vor ist der Aussöhnungsprozess nicht energisch genug vorangetrieben worden. Immer noch gibt es zu viel Trennendes und zu wenig Gemeinsames in dem Land. Immer noch machen die Regierenden keine Anstalten, das Trennende wirklich zu begraben. Das Dayton-Abkommen war eine große Kraftanstrengung und eine hervorragende Leistung, um den Krieg zu beenden. Aber ganz offensichtlich hilft es nicht dabei, einen gemeinsamen Staat zu etablieren. Deshalb muss unserer Meinung nach von Brüssel aus eine Initiative für einen Dayton II kommen. Immer wieder, wenn ich in dem Land bin, habe ich den Eindruck, dass immer mehr Menschen nach dem Miteinander sich sehnen, und die verantwortlichen Politiker hinter dieser Entwicklung zurückbleiben. Die Verantwortung in Bosnien-Herzegowina oder die Verantwortlichen werden sich eines Tages der Bevölkerung stellen müssen und erklären müssen, warum sie alten nationalen Gefühlen hinterherhinken, anstatt ein modernes, neues Bosnien der EU näher zu bringen. Vielen Dank.